Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ersten Unboxing-Video von mir. Ja, ich packe heute etwas aus. Heute ist dieses Paket hier gekommen und es kommt von T-Mobile. Was könnte da drin sein? Ach ja, wenn die Kameraqualität scheiße ist, dann tut es mir leid, weil das ist mit meinem alten iPhone aufgenommen. Oh, jetzt habe ich ja schon verraten, was da drin ist. Wir machen es mal auf. Ich weiß, sehr unprofessionell hier alles. Warte, ganz kurz, ja. Deutschland lebt von Verpackungen, glaube ich, manchmal. Ja. Mal hier kurz. So, es ist offen. Da kommt ein. Seht ihr so ein Riesenkarton? Für was? Für was? Für was? Momentchen. So, was ist hier drinnen? Packen es aus und da ist etwas drinnen. Etwas ist da drinnen. Erstmal hier, ja, Rechnungen, klar. T-Mobile, müsst ihr nicht sehen. Und hier ist etwas. Was ist das? Was könnte das sein? Wir machen jetzt erstmal hier diesen auf. Das ist eine Folie. Ja. Eine Hand kommt das nicht so gut. Ja, man kann es ja schon sehen, was da drin ist. Ein iPhone 4. Ja, Leute, der Karton ist aber jetzt echt mal kleiner. Warte mal, ich zeige euch mal den alten Karton. Sehen wir hier. Der Karton ist noch kleiner geworden. Ay, caramba, ey. Das ist doch nicht normal hier. Wird alles immer kleiner. Ja, mein Akku ist fast leer vom iPhone 3GS. Daher muss ich kurz an der Stelle mal schneiden. Bis gleich. So, willkommen zurück zu Teil 2. Nein, ich habe es noch nicht ganz ausgepackt, weil mein iPhone 3GS war leer. Ich muss kurz diesen Aufkleber hier abmachen. Wieder ein Aufkleber. Erstmal 3GS weg. Mit dem ich übrigens gerade dieses Video aufnehme. Ah, Mann, ich würde ja noch mehr Aufkleber hier draufpacken. Mann, Mann, Mann. Alles muss ja bloß seine Richtigkeit haben. Ja. Und was haben wir hier? Das kleine iPhone 4. Der Karton ist schön. Ich muss das jetzt irgendwie aufschneiden, vorsichtig an der Seite. Vielleicht sollte ich mir eher mal ein Teppichmesser kaufen. Okay, an der Stelle kurz schnibbeln. Bis gleich. So, die Folie habe ich jetzt aufgeschnitten. Dafür braucht man doch eine zweite Hand. So. Das ist jetzt der kleine Karton. Stellen wir ganz kurz scharf. Sieht man jetzt hier. Schön. Jetzt machen wir das allererste Mal auf. Wenn er aufgehen sollte. Schütteln, schütteln, schütteln. Und da ist es. Das iPhone 4. Ja, ein schmuckes Ding. Auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Huh, ist das kalt. Hei, hei, hei. Ist natürlich jetzt leer, ne? Ist klar, was haben wir noch hier drinnen? Jo, der übliche Kram. Jo. Kopfhörer. Grauenhaft, Leute. Kauft euch niemals diese Kopfhörer. Ich habe bessere. Warte, wo sind jetzt meine Kopfhörer? Ich zeige euch mal meine. Das sind auch Original-Apple-Kopfhörer. Ich muss mal kurz die Stelle kurz schneiden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt diese Kopfhörer von Apple. Die sind besser, die In-Ear-Headphones, damit ihr auch seht, dass es von Apple ist. Hier irgendwo ist der Apfel. Moment, wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel? Kein Apfel drauf. Doch, hier oben, da ist der Apfel. Da ist der Apfel. Und so sehen die Kopfhörer aus. Ja, das sind richtig gute Kopfhörer. Die haben natürlich auch ganz klar die Fernbedienung. Na, hier kennt ihr ja auch, ne? Mikrofon und so. Also diese Kopfhörer sind scheiße. Naja, egal. Gut, das war das erste Unboxing von meinem iPhone 4. Und das ist echt scheiße kalt. Ja. Okay, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Da kommen nämlich neue Videos von mir. Von meinen Let's Plays. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe viel um die Ohren, aber mit dem Video könnt ihr euch jetzt erstmal vergnügen, ne? Macht's gut, Leute. Ciao.